Sie müssen verstehen, die Menschen im Osten sind jahrzehntelang von einer Regierung drangsaliert gewesen, die ihnen ein X für ein U vorgemacht hat. Und dann kam, als die Wiedervereinigung kam, Versicherungsvertreter, die ihnen ein X für ein U vorgemacht haben. Diese Bevölkerung ist extrem sensibel, wenn sie das Gefühl hat, ihnen wird ein X für ein U vorgemacht. So gesehen, und das war in Fragen Migration, Flüchtlingspolitik klar der Fall bei Angela Merkel, so gesehen ist das keine antidemokratische Haltung, die sich da manifestiert, sondern eine sehr demokratische Haltung. So. In all diesen Ländern Deutschlands gab es jahrzehntelang Bürger, die der Union vertraut haben, dass sie für den Staat und seine Kontrollfähigkeit steht, dass sie für die Finanzierbarkeit auch des Sozialstaates steht, dass diese Partei dafür steht, dass die im Lande länger schon bestehende Kultur sich nicht allzu schnell wandelt und auch die Zusammensetzung der länger schon im Lande lebenden Bevölkerung sich nicht allzu schnell und nicht ohne Einbeziehung dieser Bevölkerung verändert. All diese Leute hat die Union im Stich gelassen, und zwar ganz brüsk im Stich gelassen. Als die ersten Sorgen darüber betont wurden, hat die Kanzlerin in einer berühmten Neujahrsansprache gesagt, wer sich über Zuwanderung und die Bewahrung der länger schon im Lande bestehenden Kultur Sorgen macht, der ist jemand, der Kälte und Hass im Herzen trägt. Und am Schluss wurde das Ganze auch auf die Kanzlerin hin personalisiert. Und sie hat es, was einem ja in der Seele wehtun konnte, auf vielen Marktplätzen quer über die Republik, aber insbesondere im Osten, zu fühlen bekommen. Geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie sich wundern, dass die Parteien aus dem Schockergebnis nichts gelernt haben? Vor allem, was das Abschneiden der AfD im Osten angeht. In Sachsen wurde sie stärkste Partei, aber auch in den anderen neuen Bundesländern schnitt sie überdurchschnittlich ab. Warum der Osten so gewählt hat, das erklärt uns der renommierte Politikwissenschaftler der TU Dresden, Werner Patzelt. Und warum der Westen immer noch nichts kapiert hat, das sagt uns Christoph Schwennige, der Chefredakteur des Cicero. Tja, man kann es kaum fassen. Jetzt gerade wird hier am Brandenburger Tor die Vorbereitungen abgeschlossen für den Tag der deutschen Einheit. Wohlgemerkt, Einheit, als hätte man nie gewählt letzten Sonntag. Denn der Osten hat einen Aufstand gemacht. Und der Westen hat es wahrscheinlich noch gar nicht kapiert. Denn zum Beispiel die erste Reaktion des bayerischen CSU-Chefs und Ministerpräsidenten Seehofer war wörtlich, das kann doch nicht wahr sein. Dass es wahr ist und warum es wahr ist, da erwarten wir Analysen unserer Gäste heute in dieser Sendung. Ich freue mich ganz besonders, dass Professor Werner Patzelt da ist, einer der renommiertesten Politikwissenschaftler, was die Lage, die Seelenlage auch im Osten angeht. Er hat viel geforscht und er hat bereits 2016 in seinem Buch gewarnt. Pegida, Warnsignale aus Dresden. Herzlich willkommen, Herr Professor Patzelt. Und ihm gegenüber ein streitbarer Kollege aus dem Westen, Christoph Schwennicke. Chefredakteur seit 2012 des Magazins für politische Kultur Cicero und hier bestens vernetzt auch im Berliner Politbetrieb. Herzlich willkommen. Herr Schwennicke, auf den Punkt gebracht, spaltet diese Wahl das Land? Ich kann eigentlich gar keine Spaltung erkennen. Ich würde eher sagen, da kommt wieder zusammen, was zusammengehört, nämlich im nächsten Bundestag. Meinungen, Haltungen, die das widerspiegeln, was im Volk gedacht wird. Und deswegen ist das keine Spaltung, sondern der Bundestag, der nächste Bundestag, ist ein repräsentativerer Spiegel dessen, was das Land denkt. Ja, spaltet das Land? Der Osten fühlt sich ja abgespalten. Der neue Bundestag widerspiegelt die Spaltung, die in Deutschland da ist. Sie ist nicht nur eine zwischen den unterschiedlichen Wahlgebieten West und Ost, die wir ja seit der Wiedervereinigung immer als unterschiedlich kennen. Sie ist ganz wesentlich eine Spaltung zwischen denen, die die Einwanderungsthematik insbesondere mit Patriotismus, Nationalgefühl und so weiter positiv zusammendenken und jene, die die Sache negativ zusammendenken. Und diese tiefe kulturelle Spaltung, die wird jetzt im Bundestag zum Ausdruck gebracht. Und das freilich ist richtig so, denn dafür ist ein Repräsentationsorgan da. Ja, und in dieser ganzen Stimmung feiern wir dann also den 3. Oktober, den Tag der deutschen Einheit. Und das Wahlergebnis hat irgendwie gezeigt, dass diese Einheit zumindest Risse hat. Der Osten fühlt sich allein gelassen und hat mit seinem Stimmzettel dem Westen einen Denkzettel verpasst. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Die Gewinner der Bundestagswahl kommen von rechts außen. Aus dem Stand in den Deutschen Bundestag. Mit knapp 13% der Wählerstimmen zieht die AfD ins Parlament ein. Ein Schock für die alteingesessenen Parteien. Sie wurden abgestraft. Gerade im Blick auf die Wählerinnen und Wähler der AfD ist unser Anspruch, sie durch gute Politik, durch Lösen von Problemen auch wiederzugewinnen, zurückzugewinnen. Diese große Koalition hat gestern 14% an Wählerstimmen verloren. Ich glaube, es ist eindeutig, dass die Deutschen keine Fortsetzung der Großen Koalition gewollt haben. Da müssen wir uns natürlich fragen, haben wir es uns zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage zu leicht gemacht? Wir führen das darauf zurück, dass wir eine offene rechte Flanke haben, die genutzt wurde im politischen Wettbewerb. Besonders ostdeutsche Wähler trugen zum Erfolg der AfD bei. In allen 9 Bundesländern erzielte sie überdurchschnittlich hohe Ergebnisse. In Sachsen, wo die CDU 27 Jahre durchregiert hatte, wurde die AfD jetzt sogar stärkste Kraft. Unzufriedenheit und Wut sind spürbar. Wir haben keine Angleichung an westdeutsche Systeme in der Rente, der Gesundheit, alles hängt doch hier in der Luft. Die Einwanderung in die sozialen Systeme, die ist doch total überfordert. So wird es immer von den Leuten dargestellt, als wenn hier nur Dumme wären und uns muss man alles erklären, wie die Politik läuft. Mir muss niemand was erklären. Laut ZDF-Forschungsgruppe Wahlen ist der typische AfD-Wähler männlich, zwischen 35 und 59 Jahre alt. Die meisten haben mittlere Reife, sind Arbeiter. 26% Männer und 8% Frauen haben im Osten für die Partei gestimmt. Im mittelsächsischen Örtchen Dorf Chemnitz gab sogar jeder Zweite den Rechtspopulisten seine Stimme. Die anderen Parteien haben keine Veranstaltung gemacht, sind nicht präsent. Und wir sind auf dem Dorf, also wir sind ein bisschen, man muss sagen, abgeschrieben. Die kleinen Dörfer werden immer weiter hinten rangestellt, da gibt es keine Mittel etc. Und damit sind die Leute im Dorf sehr, sehr unzufrieden. Also und da ist es eigentlich, es gab keine andere Alternative, als die AfD zu wählen. Ja, aber Herr Patzelt, gab es wirklich keine andere Alternative? Denn diese Stimmen, geben die eine Stimmung wieder oder sind das Einzelfälle? Diese Stimmen geben eine Stimmung wieder, die nicht auf Einzelfällen, sondern auf kollektiven Erfahrungen beruht. Es hätte eine Alternative gegeben, sie gab es auch lange. Viele Leute haben die PDS gewählt, als sie noch eine Volkspartei war. Viele haben die CDU gewählt, solange diese Partei noch bereit war, auch jene Menschen zu vertreten, die nicht in der politischen Mitte stehen und links freilich auch nicht, sondern klar rechts stehen. All diese Integrationsbemühungen, sowohl seitens der PDS als Volkspartei, wie auch der CDU als einer Partei auch für den rechten Teil des politischen Spektrums, sind eingestellt worden. Aus welchen Gründen auch immer. Man hat Leute als dumm erklärt, als rassistisch, als narzisstisch erklärt, die einfach nicht im Mainstream schwimmen wollten. Und das ist nun die Quittung dafür. Viele haben nun diesem politischen System innerlich gekündigt. Und nachdem das ja lange vorhergesagt worden war, dass es so kommt, wenn man sich nicht vernünftiger politisch verhält, hätte es zwar eine Alternative gegeben, aber am Wahltag war sie nicht mehr verfügbar. Ja, wir haben Sie beide eingeladen, weil Sie was fertiggebracht haben, in 2 Sendungen, so Sie vor 4 Wochen ungefähr, bei Ihnen ist es schon ein Jahr her, wo Sie eigentlich schon die Rezepte gebracht haben, wie können Parteien jetzt auf diese Unzufriedenheit reagieren, dass das vielleicht nicht passiert. Ist das die Schuld der westlichen Dominanz der Politik? Das würde ich so gar nicht sehen. Es ist schlicht und ergreifend so, dass diese Wahl ein Referendum war über die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und der Großen Koalition. Da beißt die Maus den Faden nicht ab. Und dieses Referendum ist im Osten zu großen Teilen zugunsten der AfD ausgegangen, aber übrigens im Westen auch sehr stark. Das wollen wir jetzt nicht unterschlagen. Und im Westen vielleicht dann mehr zugunsten der FDP. Es gab 2 Parteien, außerparlamentarische Parteien, die dagegen Angebote gemacht haben oder jedenfalls dagegen angeredet haben. Deswegen hat die CDU 1 Million an die AfD und 500.000 an die FDP. Aber es kam doch alles irgendwie spät, also es kam deswegen spät, weil viele den Elefanten im Raum nicht sehen wollten, weil die großen oder sagen wir die im Bundestag befindlichen Parteien, die meisten davon oder die meisten Protagonisten dieser Parteien diesen großen Elefanten im Raum weder sehen wollten noch benennen wollten. Und das war die Migrationspolitik, das war der Kontrollverlust vom Herbst 2015 bis zum Frühjahr 2016. So, und wenn die das einfach nicht ansprechen, heißt es ja noch lange nicht, dass es die Leute nicht umtreibt. Mhm. Es treibt sie um und sie erleben es in ihrem Alltag. Und ich kann übrigens ein Argument nicht mehr ertragen. Wenn gesagt wird,
gerade da, wo gar keine Flüchtlinge oder Ausländer sind, ist der Widerstand am größten. Herr Hane, ich kann auch gegen oder für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen sein, ohne Autobesitzer zu sein, ohne ein Auto zu fahren, weil ich aus Vernunft oder weil ich sage, das sind gesellschaftliche Kosten, die da entstehen. Ich kann das aus guten Gründen tun. Und das, deswegen ist es auch ein gutes Recht von Leuten, ihre Meinung da so auszudrücken. Und jetzt noch ein Wort zum Westen. Also und zu Herrn Seehofer, der so viele Äs ausgestoßen hat wie Edmund Stoiber in seinen verzagtesten Zeiten in diesen Tagen. Herr Seehofer hat in Bayern mit einem Plakat der AfD zu tun gehabt. Da stand drauf, wer CSU wählt, bekommt Merkel. Und dieses Plakat hat gewirkt. Deswegen ist die CSU mit ihrer Schwesterpartei CDU abgeschmiert. Mhm. Dem ist rundum zuzustimmen. Schauen Sie, es wird ja im Moment das Argument angezogen, die Tatsache, dass die AfD besonders dort stark geworden ist, wo die CDU lange Zeit stark war, in Sachsen, in Bayern, auch in Baden-Württemberg, zeigt, dass genau der falsche Weg darin bestünde, dass die CDU für die rechten Bürger da sei. Denn dadurch würde man lediglich die AfD mästen. Diese Leute denken einfach nicht den entscheidenden Schritt weiter. In all diesen Ländern Deutschlands gab es jahrzehntelang Bürger, die der Union vertraut haben, dass sie für den Staat und seine Kontrollfähigkeit steht, dass sie für die Finanzierbarkeit auch des Sozialstaates steht, dass diese Partei dafür steht, dass die im Lande länger schon bestehende Kultur sich nicht allzu schnell wandelt und auch die Zusammensetzung der länger schon im Lande lebenden Bevölkerung sich nicht allzu schnell und nicht ohne Einbeziehung dieser Bevölkerung verändert. All diese Leute hat die Union im Stich gelassen und zwar ganz brüsk im Stich gelassen. Als die ersten Sorgen darüber betont wurden, hat die Kanzlerin in einer berühmten Neujahrsansprache gesagt, wer sich über Zuwanderung und die Bewahrung der länger schon im Lande bestehenden Kultur Sorgen macht, der ist jemand, der Kälte und Hass im Herzen trägt. Und am Schluss wurde das Ganze auch auf die Kanzlerin hin personalisiert. Und sie hat es, was einem ja in der Seele wehtun konnte, auf vielen Marktplätzen quer über die Republik, aber insbesondere im Osten, zu fühlen bekommen. Und das kam, glaube ich, völlig unvermittelt. Also ich hatte den Eindruck, da hat die CDU überhaupt nicht gerechnet. Und der schärfste Widerstand war in Rosenheim in Bayern und dann noch gekrönt in München, als sich die gesamte Führungsriege der CSU in die erste Reihe stellte und nicht hinter die Kanzlerin. Es war also schon fast symbolisch. Und die Pfiffe waren ganz vorne. Damit hat man doch gar nicht gerechnet. Naja, das ist die autosuggestive Kraft dessen, wenn ich etwas nicht wahrnehmen möchte, was eben Fakt ist. Und die Kanzlerin hat viele Talente, viele Gaben, aber Selbstkritik gehört nicht dazu. Sie hat ja, und das wird auch das wird immer schlimmer, ehrlich gesagt. Das ist ein normaler Prozess, glaube ich, auch bei Amtsinhabern, bei Kanzlern. Kohl war es genauso. Auch Gerhard Schröder hat bei uns im Heft vor einigen Monaten auch gesagt, er ist für eine Begrenzung. Gut, ich meine, hat er dann erst hinterher gesagt. Ja, er hat alles hinter sich. Weil er sagt, man ist irgendwann in dieser Position, fühlt man sich allmächtig und man dreht ab, letzten Endes. So. Mhm. Und wenn Sie, natürlich wollen Sie es dann nicht sehen. Und Sie merken es erst, wenn die Tomaten fliegen. Sie merken es erst, wenn die Tomaten fliegen, da ist was. Und dann lässt es sich eben nicht mehr unterdrücken, sondern dann manifestiert es sich in Form von Tomaten und Pfiffen. Und, aber es sind doch zwei mächtige Ostvertreter in der Bundesregierung. Einmal die Kanzlerin selbst und dann der aus Dresden stammende de Maizière. Ja, der aus Dresden stammende de Maizière ist im Grunde aber auch ein westdeutsches oder unter westdeutschen Systemverhältnissen sozialisiertes und dort seine Karriere machendes Gewächs. Und die ostdeutsche Merkel ist überhaupt in der Politik unter westdeutschen Bedingungen sozialisiert worden, sodass eine Wiedererkennung als Ostdeutsche hier nicht gegeben ist. Genauso wenig wie bei dem Bundespräsidenten Gauck, der ja gerade im Osten auf unglaublich viel Ablehnung dann bei den Rechten gestoßen ist. Sie sprachen dann vom Bundesgaukler und meinten das dann auch. Was eigentlich möglich gewesen wäre seitens der Kanzlerin, die ja nun wirklich eine tüchtige und erfahrene und kluge Frau ist, das hat sie in der Wahlnacht ganz kurz in einem Interview anklingen lassen. Und einen Teil dessen haben wir ja vorhin gehört. Sie sagte, natürlich wisse sie, dass sie selbst mit dafür verantwortlich sei, was der Union widerfahren und der AfD beschert worden ist. Künftig müsse man die Sorgen der Leute ernst nehmen. Man müsse auf die Probleme achten, die die Leute
vorbringen und man müsse durch kluge Politik diese Probleme lösen. Damit hätte man schon im Herbst 2014 anfangen können und man hätte der ganzen Pegida-Bewegung, dem Pegida-AfD-Komplex seine Wucht weggenommen. Aber damals war man zu arrogant, wusste sich selbst auf der Seite der Guten, die den Schlimmen auch noch das Licht bei öffentlichen Gebäuden abdrehen. Und auf die Weise hat man genau jenen Widerstand gezüchtet. Umso interessanter ist es, jetzt haben plötzlich die Medien Schuld an allem. Also, dass die AfD so hochgeschrieben worden ist und so oft im Fernsehen vorkam, also, ob das Dorothee Wehr von den CSU war oder... Das verkennt doch Ursache und Wirkung. Also, absurderweise hat wiederum Alexander Gauland im Laufe des Wahlkampfes einmal geklagt, sie würden so unterdrückt werden und kämen in den Medien nicht vor. Also, die Klage stimmt genauso wenig wie die andere Klage. Tatsache ist doch, ja, die AfD-Vertreterinnen und Vertreter sind sehr viel auch in den Talkshows gewesen, aber warum? Diese Talkshows werden doch nicht zusammengesetzt nach dem Prinzip, wir machen das so, damit möglichst wenige zuschauen, sondern die setzen das natürlich so zusammen, dass sie schauen, aha, das zieht Aufmerksamkeit auf sich, offensichtlich ist, möchten die Leute hören, was die zu sagen haben. So, also ist das, wird hier sozusagen der Bote verdroschen für eine Botschaft, die ganz woanders herkommt, nämlich aus der Zuschauerschaft. Und das passt ja wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass es wurde versucht zu verdrängen, aber die Wirklichkeit ist so, hat sich so reingedrängt in diesen Wahlkampf, am Ende dann auch mit einer kleinen Hilfe gewissermaßen, es ging ja jetzt plötzlich nur noch um die sogenannte dritte Kraft, wer wird jetzt die dritte Kraft? Ehrlich gesagt, eigentlich wurscht. Ja, aber es war nicht hochgeschaukelt, aber es hat sich hochgeschaukelt. Und das hat der AfD natürlich jenseits ihres Themas. Ja, aber es sind ja oft, Herr Wassel, die kleinen Dinge auch. Also, dass kein Arzt in der Nähe ist, dass Schulen geschlossen werden, dass die in der Nähe der polnischen Grenze sagen, die ist ja überhaupt nicht gesichert. Da klauen sie ja inzwischen ganze Pferdeherden und Kuhherden und sowas. Sind das nicht eine Summe auch oft dieser kleinen Verunsicherung, gar nicht diese großen Themen? In der AfD fließt vieles an alltäglichen Problemen, auch an aufgestauter Unzufriedenheit mit dem deutschen politischen System zusammen. Die Flüchtlingsthematik war lediglich der große Katalysator. Schauen Sie, seit der Wiedervereinigung messen wir demoskopisch in den neuen Bundesländern wesentlich geringeres Vertrauen zum politischen System und zum politischen Personal als in den Altbundesländern. Ständig ist eine Empörungsbereitschaft da gewesen. Früher konnte sie sich im Wählern der PDS entladen. Als die PDS zu einer normalen deutschen linken Partei wurde, ja, dann konnte man jene Sorgen, die sich dann um die Zuwanderung und um die Bewahrung nationaler Identität herum entfaltet haben, nicht mehr auffangen. Sarah Wagenknecht, eine der klügsten ihrer ganzen Partei, hat das begriffen, Oskar Lafontaine auch, weswegen sie sozusagen als die AfDler in der Linkspartei diskreditiert werden. Hinzu kommt, dass eben im Osten gravierende Probleme da sind. Schauen Sie, wenn in einem dünn besiedelten Gebiet der demografische Wandel zuschlägt, also die Bevölkerung sich ausdünnt, dann dünnt sich irgendwann auch die Infrastruktur aus. Der Mensch geht, der Wolf kommt, könnte man das Ganze zugespitzt sagen. Dann erlebt man im Osten zwar, dass die Straßen schön werden und die Gebäude schön sind, aber man weiß, dass es nicht eine im Lande selbst erwirtschaftete Wirtschaftskraft ist. Die Wertschöpfung im Osten liegt aus verschiedenen Gründen immer noch deutlich unter der im Westen. Es hat kein großes Unternehmen im Osten seinen Sitz, folglich fließen die Steuern dort nicht hin. Die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt gehen irgendwann zurück und man ist auf den normalen horizontalen Länderfinanzausgleich angewiesen. Folglich spart man. Also, das muss alles merken, jetzt greife ich mal ein. Ist das nicht der Jammer, Ossi? Nein. Also, Herr Patzelt, glaube ich, hat jetzt nicht für sich gesprochen, sondern hat versucht, Stimmung, das meine ich auch, nicht ihn. Aber was Sie da beschrieben haben, auch mit Ärztemangel im ländlichen Raum und so weiter, also mit Verlaub, ich habe zufälligerweise zu Wahlkampfzeiten eine Fahrradtour auch durch Bayern gemacht, da haben Sie die gleichen Plakate auch gesehen von Parteien, die diese Stimmung aufgenommen haben, die gesagt haben, wir haben hier keine Ärzte, wir haben hier keine Infrastruktur mehr. Also das ist kein rein ostdeutsches Phänomen, sondern ein Phänomen des ländlichen Raumes. So, Punkt 1, Punkt 2, ich sträube mich stark gegen diese Stigmatisierung, die dann ja manchmal noch sogar noch mit so einem Singular einhergeht, dass jetzt aus dem Westen heraus gesagt wird, der ostdeutsche Mann. Ja? Also ich meine, wir haben uns aus guten Gründen verkniffen zu sagen, der Russe, der Türke, der weiß ich nicht. Und plötzlich sagen wir jetzt der ostdeutsche Mann im Singular, als ob das irgendwie so eine fiese Figur wäre. Wie hilfreich ist das? Moment, eins noch dazu gesagt. Ich war vor einigen Tagen, zufälligerweise habe ich Dieter Althaus getroffen, den früheren Ministerpräsidenten von Thüringen. Der hat mir mal ein ganz anderes Erklärungsmuster als dieses, die doofen Ostdeutsche. Sie sind da noch besonders die Männer genannt. Er hat gesagt, Sie müssen verstehen, die Menschen im Osten
sind jahrzehntelang von einer Regierung drangsaliert gewesen, die ihnen ein X für ein U vorgemacht hat. Und dann kam, als die Wiedervereinigung kam, Versicherungsvertreter, die ihnen ein X für ein U vorgemacht haben. Diese Bevölkerung ist extrem sensibel, wenn sie das Gefühl hat, ihnen wird ein X für ein U vorgemacht. So gesehen, und das war in Fragen Migration, Flüchtlingspolitik klar der Fall bei Angela Merkel, so gesehen ist das keine antidemokratische Haltung, die sich da manifestiert, sondern eine sehr demokratische Haltung. So, dann frage ich Sie, Herr Schwennicke, also sozusagen als im Westen Wohnender, wie auch ich, hat denn das fast zum Schwaben, das ist richtig tief im Westen. Ja, aber ich gehe jetzt mal noch weiter in den Westen, nämlich in Saarland. Ja. Da hat Herr Altmaier nun erklärt, es ist besser nicht zu wählen, als die AfD zu wählen. Das ist doch dann... Der Herr Altmaier ist für seine Worte selbst zuständig. Ich glaube, er hat damit noch mal ein Stück weit Wahlkampfhilfe für die Partei betrieben, die er damit eigentlich schädigen wollte. Bei dem Satz fiel mir nichts mehr ein. Es gab ja hinterher auch einiges Gerede darüber, dass ihm das so in den Mund gelegt wurde. Nein, er hätte es vermeiden können, diese Aussage. Das war nicht die Bild-Zeitung, die ihn da reingelegt hat, sondern er hat letzten Endes... Sie haben gesagt, grotesk. Das ist natürlich grotesk. Die ganze Zeit predigen wir, dass doch bitte die Wahlbeteiligung steigern möge und dass bitte die Leute zu den Wahlen gehen. Wir geben Geld für entsprechende gute Kampagnen aus. Und dann sagt jemand, ja, aber wenn ihr wählt, dann bitte bloß die Parteien, die uns gefallen und andere nicht. An dieser Stelle übrigens ist etwas vom Dramatischsten dieser ganzen innerdeutschen Konflikte zu sehen. Schauen Sie, das ist die Tatsache, dass die ostdeutsche Wirtschaft und Gesellschaft und zum Teil auch Politik, zumindest die Ministerialverwaltung, von einer westdeutschen Oberschicht überlagert und überfordert ist. Jene westdeutsche Oberschicht, die den Ostdeutschen sagt, wie man richtig denkt, wie man richtig argumentiert, die in der Sache recht hat und moralisch besser ist. Was schwer war in der Wiedervereinigungszeit zu vermeiden. Geschenkt, das ging nicht anders. Ich meine, Sie reden auch nicht das sächsische Idiom. Sie reden ja fast Podomo. Sie sind auch Sie ein Eingeschleppter sozusagen. Ja, ja. Also aber insofern, Freunde, es lasst uns mal das Argument zu Ende führen. Das ist eine Beschreibung. Ja, und warum es so gekommen ist, liegt ja auf der Hand. Die Folge ist aber, dass Ostdeutsche sich nun von dieser neuen westdeutschen Oberschicht, insbesondere weil sie auch im kulturellen Diskurs, im politischen Diskurs tonangebend gibt, überformt und von Xen statt von Ys versehen sieht. Und das ist eine innerdeutsche Spaltung. Die Westdeutschen sind gut, die Ostdeutschen sind schlecht, die Westdeutschen sind klug, die Ostdeutschen sind dumm, die Sachsen sind die allerdümmsten, weil schon in der DDR waren sie im Tal der Ahnungslosen. Infolgedessen muss man denen sagen, was los ist. Ich habe ja gerade die Handreichung versucht, dass ich gesagt habe, genau so darf der Diskurs nicht laufen. So wird er der Sache auch nicht gerecht. Aber so wird der Sache jetzt zum Schluss noch mal kurz gefragt, gerecht, wie soll man die AfD im Bundestag behandeln? Man hat ja extra Schäuble institutionalisiert. Naja, ob das nun der wahre Grund war, dass Wolfgang Schäuble Norbert Lammert als Bundestagspräsident vorsitzt, das können wir mal dahingestellt sein. Sie muss in der Sache hart, aber im Ton fair behandelt werden. Alles andere schadet nur. Wir hatten dieser Tage von Cicero ein Gespräch mit Andreas Voskuhle, dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, der genau auf diese Frage gesagt hat, man kann und darf die AfD nicht aus dem politischen Diskurs verbannen, sondern man muss mit ihr den politischen Diese Woche Diskurs zu lesen. Diese Woche zu hören, in der nächsten Ausgabe dann zu lesen oder auch zu sehen. Phoenix hat das übertragen. Parlamente sind dafür da, jene Debatten, die es in der Bevölkerung gibt, vorzuspielen, vorzuspiegeln, dabei die Argumente zu verbessern und stellvertretend für die Gesellschaft den politischen Streit zu führen. Was immer behauptet worden ist, man muss die AfD stellern, und was dann vermieden worden ist, denn mit den Schmuddelkindern setzt man sich nicht zusammen, im Bundestag muss und kann es geschehen. Man muss sich daran halten, dass die Regeln pluralistischer Demokratie und des Parlamentarismus vernünftig sind. Es sind bewährte Regeln, die eben genau den zivilisierten Streit ermöglichen. Man muss sich an die Regeln halten und soll sie nicht verbiegen. Und Kindereien wie die folgende soll man ganz unterlassen. Wo soll die AfD sitzen? Sie ist eine rechte Partei, folglich muss sie genau dort sitzen, wo seit der Französischen Revolution rechte Parteien sitzen. Und wenn es im Deutschen Bundestag genau vor der Regierungsbank ist, dann ist das so. Die Regierung ist im Übrigen selber schuld, dass die AfD im Parlament ist und folglich soll sie die Fehler ihrer eigenen Versäumnisse ausbaden. Ja, das habe ich auch gedacht. Das wäre ja die Höchststrafe überhaupt, 4 Jahre der AfD gegenüber zu sitzen. Ja, aber denn Augstein, immerhin, also sagen wir mal, so ein Antipode von Ihnen, eigentlich politisch gesehen, der hat gesagt, Merkel ist die Mutter der AfD. Ja, da habe ich auch gestaunt, als Jakob Augstein das geschrieben hat. Ich hatte das vorher schon vor Jahren so formuliert, dass sie diese Partei erst groß gemacht hat.
Und ja, dann müssen Sie halt jetzt quasi den... Sie förmlich riechen, die Sie nicht riechen können, die ganz nah bei Ihnen sind. Denn eng wird es ja auch noch. Bei 709 Bundestagsabgeordneten, der größte Bundestag, den wir hätten, ich glaube jetzt das zweitgrößte Parlament weltweit, da rutscht dieser AfD, das AfD-Kuchenstück sehr nah an die Regierungsbank. Aber bitteschön, das soll dann am Ende das geringste Übel sein. Der Streit muss geführt werden. Ich meine, eins haben wir ja schon erlebt. Herr Kauder hat vor Jahr und Tag 2015 gesagt, mit denen setze ich mich nicht in eine Talkshow. Und siehe da, plötzlich saß Herr Kauder mit denen in einer Talkshow. Und ich fand auch in der Elefantenrunde, als Herr Meuthen dann dabei war, hat sich schon gezeigt, dass die anderen Parteien auch lernen müssen, anders und ich würde sagen besser, mit der AfD umzugehen. Konstruktive Kritik, aber keine Schmähung. Ja. Unterm Strich sieht man, Demokratie funktioniert, wenn Demokraten in der politischen Auseinandersetzung versagen. Sorgt der Wähler dafür, dass sie ihre Gegner dann doch noch ins Parlament vor die Nase bekommen. Und so gehört es sich auch. Also, dann ist es im Endeffekt wenigstens zum Ende unserer Sendung keine Wählerbeschimpfung, die es heute allgemein gibt, sondern ein Lob für die demokratische Wahl, die wir hatten. Ganz herzlichen Dank, Werner Patzelt. Herzlichen Dank, Christoph Schwennecke, dass Sie beiden da waren. Das war's für heute.